Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko. Und wir spielen heute wieder A Plague Tale Requiem. Und in der letzten Folge haben wir die, ich nenne es jetzt mal Schmuggler-Königin, Piratenkönigin. Den Drachen haben wir dazu gebracht, uns mit ihrem Schiff auf die Insel zu bringen. Und da geht es jetzt weiter. Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Da sieht man ziemlich gut, warum man seekrank werden kann. Guck mal auf den Horizont. Weil einfach die ganze Zeit die Erde nicht gerade ist. Hey Seemann! Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Aber es ist so schön. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und einen Delfin. Das ist schön. Hast du Lust, Zeit mit deiner alten Schwester zu verbringen? Du bist doch nicht alt. Du? Woher kennt Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Hallo. Ja, ein toller Schild. Tut, was er muss. Hat mir auf die Haut gerettet. Der Vogel gefällt mir. Das ist ein Greif. Halb Löwe, halb Adler. Du hast also zur Hälfte recht. Das war mein Wappen. Mutig und listig, so wie ich. Unser Wappen ist ein Baum. Auch ein gutes Wappen. Stark, beständig, weise. Genau wie wir. Komm schon, Hugo. Gucken wir einmal hier unten rein. Man kann ja auch irgendwie komisch. Die Treppe runtergehen. Ja. Riecht wie... Hey, schau mal! Wow! Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Fass das lieber nicht an. Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Die Armbrust hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja, ich versuche, ihr gerecht zu werden. So, wir gehen mal direkt hoch. Hallo, die schrecklichen Geschwister des Sturms. Ich glaube, da hat jemand eine Frage. Woher weißt du, wo es nach Lacuna geht? Das Meer ist so groß. Ganz einfach. Sirenen. Die kennen alle Routen. Was? Wo sind die? Kann ich sie sehen? Die sind ziemlich schüchtern. Deswegen benutze ich auch Instrumente und Karten. Ist kompliziert, aber ich bin schlau. Also? Oh, ja. Sirenen sind einfacher. Dürfen wir uns deine Instrumente mal angucken, Sophia? Klar, aber wenn ihr sie kaputt macht, werfe ich euch über Bord. Das war kein Witz. Warum habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. In den Laderaum. Oh, gehört das alles ihr? Ich denke schon. Außer sie beklaut ihre Mannschaft. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber Nein. Nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Oh Gott. Kletter zuerst. Alles klar. Das ist doch kein Spielzeug, Freunde. Tu das nicht. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Ja, und jetzt fällt Wissen das Ding wir. Ins Wasser. Aufgepasst, Kapitän Derun befiehlt, dass wir nach Süden fahren. Das sagt der Kompass. Also hört alle auf den Kompass. Oh, Kompass, unser großer Anführer.
Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia! Aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Ja. Das ist sie, Lacuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja. Aber prinzipiell jetzt mal Real Talk. Du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vodor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Also, zwei Dinge wundern mich jetzt. Erstmal hat Maria, glaube ich, heißt sie, gesagt, dass sie ihre Crew vorbereiten muss. Hier ist ja kein Schwein außer uns auf dem Schiff. Das sieht einfach heftig aus, ne? Und zum Zweiten, die Ratten von ihm, die dürften ja jetzt nicht mehr mitkommen, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Warte mal, da liegt noch was. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Sekunde. Jule weint. So, sorry. Na? Hallo? Ah. Werd ihr soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen.
Seid nett. Ja? Sind wir. Ne, die werden jetzt auch nicht nur 2 Tage unterwegs gewesen sein, oder? Sollte die Narbe nicht auch langsam weg sein? Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke! Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo! Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Das hat er beim letzten Mal auch gesagt. Alter, heftig. Dann schnell hin, los! Ja! Müssen wir noch mehr ausladen? Später. Ich bin erledigt. Ich auch. Diesmal ist so viel los. Lass uns mal durch hier, junge Frau. Mann. Schon geil, ne? Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Ich glaube, am sinnigsten wäre ja gewesen, wenn man wirklich die Insel einmal umschippert hätte, weil er ist ja am Strand aufgewacht. Dann hätte man genau den richtigen Punkt finden können. Oh, das ist toll. So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen mir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Frisches Obst, direkt aus dem Garten unserer Mutter. Ja. Welches Tier soll das sein? Ja. Dachte, er läuft woanders lang. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeiten. Geht also auch nur von vorne. Finde ich gut. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch.
Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Was für ein Vogel? Helle Stoffe! Perfektes Gewand für die hellen Tage! Ihr schon wieder. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Immer mit der Olivenöl, Ruhe. Kräuter, muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an. Fische, groß und frisch, direkt aus dem Hafen. Das können wir ja auch niemanden fragen, ne? Das sieht jetzt nicht so aus. Für die Festlichkeiten. Greif zu! Oh, dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stimmen. Da kann man nicht durch. Schade. Ich mag das nicht, wenn Spieler einfach so eine unsichtbare Barriere haben. Das finde ich immer doof. Nee, der mit dem roten gewinnt. Brassen, Barsche, Sardinen, Fische für jeden Geschmack. Na? Komm schon. Gib alles. Gib ihm. Oh. Der hat er fertig gemacht. Was ist da drüben? Ziegen. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen Herrlich. Sie nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Gehen wir. Danke, mein Herr. Gerne doch. Wiedersehen. Amicia, da gibt's noch mehr zu sehen. Sie hat mich Herrlich. Ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Oh, guck mal da hinten. Der, der Weg ist frei. Also war es gar nicht optional. Also es war nicht optional, dass man dort lang geht. War Pflicht. Sozusagen. Ein bisschen schade. Dachte, diese Erinnerungen wären optional. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Ja, Chefin. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Vielleicht das Plateau nutzen, von oben runter zu schauen. Wäre ja auch nochmal eine Idee. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Ha, komm, ich kann's kaum erwarten! Oh, Amicia! Können wir auch... Was hat die denn jetzt für einen Dance-Move-Schritt drauf? Nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Komm, wir gehen erstmal unten gucken. Ein Spiel mit Geschichten.
Geschick! Wagt einen Blick! Mal sehen, was ich mache. Oh, ein Spiel! Das schauen wir uns an. Ah, 10 noch. Kostenlos! Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche! Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Aber... Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ja! Ja. Ich bin stolz auf ja. dich. Ja, Anno. Weiter so. Guter Anfang. Zeig sie diese Grenzen. Ach, Mist. Oh, ganz schlecht. Volltreffer. Nicht übel. Ja, beeindruckend. Danke. Aber auch nicht gut. Gut gemacht. Hör nicht auf ihn. Aber du Vogel. Naja, schauen wir uns weiter um. Warum macht man denn dafür Töpfe kaputt? Da arbeiten noch andere hart für. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht boah, so trübselig. Guck mal da drüben. Da kann man nicht lang. Sowas, weißt du, das finde ich irrsinnig. Gesang. Dann blockieren wir das Weg mit den Weg mit dem Pferd, ey. Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder was? Über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heiligengott. Ein friedlicher? Ja. Finde ich wieder mega gut. Geh mal aus dem Weg, ich sehe nichts hier. Zollart. Hallo. Okay, er blockiert den Weg. Da kann man nicht lang. Oh, Tänzer! Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Hallo. Gerade rechtzeitig. Möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so? Mache eben ein Foto für das Wallpaper. Guck, hab mich schon entschieden, es wird so. Das wird mein Wallpaper. Ja. Preiset den Sohn! Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet! Oh je. Yeah. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folg mir der Parade. Klar, stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Tja, sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig, wir holen sie schon ein. Wäre ja so schade, wenn hier jetzt irgendwas Schlimmes. Ich wünschte, Sophia wäre hier. Beginnt. Sie kommt sicher. Für ein Bier ist sie immer zu haben. Sophia heißt sie. Ich habe von Maria gesagt. Gesegnet sei die Mutter!
Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Mhm. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, der dieses heilige Land vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Valis der Graf, Mr. Mesia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Ja! Schnapp sie! Das Mädchen! Oh, wie will denn jetzt wieder? Ich habe noch gar nichts getan. Oh. Wir haben nichts getan. Ständig muss man wegrennen, ja. Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Die Frage war aber wie? Sekunde, ich muss mal eben kurz gucken. Ich brauche ein Taschentuch. Anblumen. Auch was ganz Besonderes gerade. Ja, ja. Okay, weiter geht's. Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Na, ihr? Hoch! Wir sind in einem Stall. Hier muss doch was sein. Schon wieder eine Werkbank. Ich habe doch jetzt nicht noch mehr Punkte gefunden. Was für ein Quatsch. Wäre schön, wenn ich welche gefunden hätte. Oder habe ich was übersehen? Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Ich gehe nochmal schnell zurück. Vielleicht habe ich ja wirklich was über. Ich glaube, da oben war gerade ein Punkt. Bin von hier gekommen. Nein, hier ist nicht. Zusammen. Ich glaube, hier war gerade was. Kann das sein? Ja, hier. Hä? Man kommt da hoch irgendwie. Moment mal. Tür? Ja, da komme ich nicht hin.
Da ist eine Truhe, eine gute Truhe. Seht ihr das? Da? Ich wusste doch, irgendwas muss ich hier machen. Ja. Hoch! Ne, durch die Tür gehen wir jetzt. Nicht? Das wäre jetzt doof, ne? Kümmer dich drum, Hugo. Aha. Verschloss, Hugo? Hier, schieb den Karren zurecht. Warum hat Arno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Aha. Gut, jetzt Vorsicht. Sind das unsere 10 Punkte, die uns gefehlt haben, Freunde? Ab jetzt können wir endlich Armbrustbolzen wieder aufheben. Sehr schön. Sehr schön. Okay, cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.